Dann möchte ich jetzt in der ersten Zugabe Sie kurz einladen nach Amerika. Stellen Sie sich bitte alle vor, Sie sind in Hollywoods, in einer Bar, ja, in einer Bar. Alle großen Filmstars sind so um Sie herum. Dustin Hoffmann, Winona Twix, Robert Redford. Hallo, an den Flaschen, Gary, der alte Barkeeper. Oh, da sitzt Spencer am Tracy. Hallo Spencer, ey Gary, komm, mach mir mal einen Jack Lemmon. Bruce Willis. Accent Hopkins. Ah, Sharon ist auch schon völlig stoned. Hey Sharon, kennst du schon den neuesten Lowitz? Was kommt raus, wenn man Roger Moore halbiert? Demi Moore. Bruce Willis. Mm. Brooke Shield drüber. Na, die hat ganz schöne Belushis. Oh, mein Carrie wird schon ganz grand. Aber wisst ihr, was Brooke neulich mit ihrem Freund Harold gemacht hat? Mit dem Rockhatzen betrogen. Also mir tut der Harold leid. Ah, da hinten sitzt der Delon. Der ist auch ganz allein. Hey, was denn da für ein scheiß Lärm? Etwas leiser, Minelli. Oh, da kommt Mac rein. Oh, dann gehe ich jetzt erstmal bronzern. Obwohl, lieber nicht. Auf dem Klo hier stinkt's immer nach Pierre Brie. Na, was machen denn unsere Kartenspieler? Das ist immer dasselbe, ne? Humphrey Bogart zu hoch. Gregory hat Pech. Und Anthony Quint immer. Eigentlich. Eigentlich komisch, weil eigentlich hatte Anthony Perkinson. Hey, machen wir nochmal Jack Lemmon. Dann von Alec Guinness. Und mach auch um Jeremy eins. Und hör auf in der Nase zu Burton. Sonst gibt's das aus Kinski. Bruce Willis. Hepburn. So, Gary, wem gehört denn dieser Scheißladen hier? So, dem Tony Curtis. Dachte, er ist im Winterurlaub auf dem Matterhorn. Heißt er nicht mit dem Poland Ski fahren. Und wo ist Doris? Ach, die hat ihre Days, genau. Ja, komm, machen wir nochmal eine Bloody Marilyn. Ja, ohne Monroe, sonst habe ich morgen so ein Brando. Mel Gibson mal rüber. Cher. Was Kostner? Dolly Dollar. Ha, Dolly Buster. Nee, ich glaube, ich hau jetzt hier auch mal lieber ab. Ja. Zu Hause kommt nämlich noch im Fernsehen ein toller Erotikfilm. Wie die Merrills Trieb. Ja, du, jetzt ist los, in der Car können Sie auch mal wieder malden. Sag mal, was machst du denn an Sylvester Stallone? Ach so, fährst du mit dem Harrison Ford.
Und sag ihm Tom einen Gruß. Depardieu.